Hallo bei mir im Küchengarten. Die Erntesaison ist in vollem Gange und ich genieße eine riesige Auswahl an Früchten, an Obst und Gemüse. Es gibt viele Erfolge zu verzeichnen, Misserfolge, aber auch einige Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das eigentlich gewünscht oder vorgestellt hätte. Kommt mit und seht selbst. Aber bevor ich mich an die Ernte von dem Brokkoli hier in meinem Hochbeet Nummer 1 mache, wollte ich euch noch schnell verraten, dass es eine riesige, aufregende Neuigkeit für mich zu verzeichnen gibt, aber später mehr dazu. Hier in Hochbeet Nummer 1 ist ja der Brokkoli wirklich kräftig gewachsen, aber aufgrund dieser Hitzewelle, so schnell konnte ich gar nicht schauen, fangen sie alle an, schon in die Blüte zu gehen. Das ist total ärgerlich. Der ist noch nicht einmal richtig schön groß geworden, fängt schon an zu schießen. Und hier hinten habe ich einen wunderschönen großen gehabt und der ist also innerhalb eines Tages so in die Blüte gegangen. Jetzt weiß ich auch nicht, ich kenne mich da gar nicht aus. Kann ich den jetzt trotzdem noch ernten und essen? Gebt mir mal einen Tipp. Auf jeden Fall gibt es heute großen Brokkoli-Schmaus, denn ich möchte nicht, dass noch weiter in die Blüte gehen. Hätte jetzt natürlich etwas aufregender sein können, die Ernte, aber für einen genussvollen Mittagsschmaus reicht das allemal. Zur Mittagszeit bekommen meine Laufenten immer einen kleinen Leckerbissen. Das ist altes Brot von den Vortagen. Anstatt es auf den Kompost zu hauen, schneide ich es für die Enten klein und etwas Salatblätter, auch die äußersten Blätter oder welche, die schon ein bisschen schlabbrig sind. Und darauf freuen sie sich immer besonders und warten auch schon darauf. Der Großteil des Brokkolis ist in der Mittagsgemüsepfanne gelandet und den Rest, schön fein geschnitten, bekommen jetzt meine Kompostwürmer. Hier neben meinem Gartenhäuschen steht jetzt der Wurmkomposter, etwas geschützt im Schatten. Den Würmern geht es prächtig. Sie haben gesunden Appetit und jetzt bekommen sie Nachschub. Ein bisschen einarbeiten. Ich konnte auch schon zweimal den Wurmtee abzapfen hier unten. Also in diesem Jahr klappt es mit der Wurmkiste, Gott sei Dank, wunderbar. Was ich zum Beispiel die letzten Tage immer schon ernten konnte, waren ein paar reife Cocktailtomaten. Das ist hier zum Beispiel die Cherry-Tomate Isis Candy.
Schön süß. Hat für meinen Geschmack jetzt ein bisschen eine dicke Außenschale, aber ein wunderbar fruchtig-tomatiger Geschmack. Sehr gut. Hier an der Ivas Sweet White kann man auch Hitzeschaden sehen. Die platzen ab und zu ein bisschen auf. Am besten auch gleich in den Mund. Zum Lagern ist das natürlich nichts mehr. Das zieht nur Obstfliegen an und fängt dann wahrscheinlich an schimmeln. Also schnell essen. Absolut süß. Die Schale ist viel dünner als bei der vorigen und ganz saftig. Neben unserer Terrasse unter den Tomaten habe ich als Unterpflanzung Neuseeländer-Spinat gepflanzt. Der ist wirklich prächtig gekommen und hat den ganzen Boden bedeckt. Dann hat er etwas unter der Hitze gelitten. Allerdings jetzt hat er sich wieder schön erholt, weil es ein paar Tage hintereinander gut geregnet hat. Und den ernte ich jetzt für einen Flammkuchen. Ich gehe da ganz unkompliziert vor und schneide einfach die ganzen Stängel ab. Und die schneide ich dann auch alle mitsamt den Blättern klein und haue ihn in eine Pfanne. Röste das Ganze mit Zwiebeln an, würze mit Muskat, Knoblauch und dann kommt das Ganze auf meinen Flammkuchen. Das Tolle bei dem Neuseeländer Spinat ist, dass aus jeder Schnittstelle, aus den Blattachseln, quasi wieder ein neuer Trieb rauswächst. Und so, hier sieht man das auch wieder, da kommt schon wieder ein neuer. Und so wird er immer buschiger und bedeckt irgendwann den ganzen Boden. Kann man auch für den Salat verwenden, für Gemüsepfannen. Tolle Pflanze. Ab in die Küche damit. Die Bohnenerntesaison hat begonnen. Ich habe 3 verschiedene Stangenbohnen dieses Jahr in meinem Garten. Und zwar ist das einmal die Blauhilde. Die ist jetzt, sie blüht zwar schön, aber es sind noch keine Bohnen selbst dran, muss ich vielleicht noch ein bisschen warten. Wo schon ganz viel Ertrag zu haben ist, ist die Goldmarie. Das sind herrliche, gelbe, lange Hülsen. Da hatten wir schon 2-mal Bohnensalat und auch in der Gemüsepfanne. Und als dritte habe ich hier die Neckarkönigin. Wunderbare, zarte, lange grüne Hülsen. Da werde ich heute einiges ernten. Es gibt einen herrlichen Bohnensalat. Es gibt nichts Besseres als frischer Bohnensalat. Und wenn ich zu viel habe, dann wird der Rest eingefroren. Die Obsterntesaison steht jetzt ebenfalls an. Hier in der Ecke habe ich ja meinen Säulennektarinenbaum. Der steht hier erst im zweiten Jahr
Ist aber toll gewachsen. Er war schon recht groß, wie wir ihn gekauft haben. Und hat jedes Jahr traumhaft viele Früchte dran. Dieses Jahr bin ich jetzt fast schon zu spät mit der Ernte. Eigentlich wollte ich meine Jungmannschaft verpflichten, mir hier zu helfen. Aber die fühlt sich bei der Hitze nicht in der Lage, unter Anführungszeichen. Jetzt hilft mir mein lieber Mann und erntet die saftigen, großen Früchte. Überall im Garten habe ich an verschiedensten Stellen Gemüsezwiebel der Sorte Exhibition eingepflanzt, die ich zuerst vorgezogen habe. Und das Lustige ist, dass das Ergebnis wirklich ziemlich unterschiedlich ist. Da hat's, obwohl es an derselben Lage sind, hat es hier teilweise ziemlich große und dann auch welche, die gar nicht so riesig gewachsen sind. Teilweise hatte ich Probleme mit der Zwiebelfliege. Das sieht man zum Beispiel hier. Da sieht man hier, keine Ahnung, ist das der Kot von der Raupe und ein Loch im Grün, einen Gang, der nach innen führt. Da bin ich jetzt gespannt, wie es innen drinnen aussieht. Jetzt ist hier überall das Grün allerdings schon vertrocknet, also wird es hier nicht mehr viel Wachstum geben. Ich brauche mal eine fürs Mittagessen heute. Deswegen werde ich hier gleich einmal so eine mittelgroße ernten. Der Rest kommt die nächsten Tage raus. Hier in Hochbeet Nummer 1 verstecken sich auch noch schön groß gewachsene längliche rote Rüben. Manchmal verwende ich sie, um einen Salat daraus zu machen, aber heute kommen sie ebenfalls in die Gemüsepfanne. Die Blätter werden natürlich auch nicht einfach auf den Kompost geworfen, sondern ich habe ja im Haus meine Mäuse, meine Degus, die chilenischen eine chilenische Mischung aus Mäusen und Meerschweinchen und die freuen sich über die frischen Blätter von so einer roten Rübe natürlich ganz besonders. Also über diesen Erntesegen kann ich mich wirklich nicht beklagen. Ich bin hochzufrieden und ich hoffe, dass ich das Ganze noch ein bisschen hinauszögern kann in den Herbst hinein. Ich werde auch schon, also ich habe ja schon einige, aber noch mehr Herbst- und Wintergemüsesorten pflanzen, verschiedene Kohlpflanzen. Und auch, wie ich mein Gewächshaus für den Winter fit mache, dass ich dort auch noch was ernten kann über die kalte Jahreszeit, muss ich mir noch überlegen. Jetzt aber zu der aufregenden Neuigkeit, die ich euch gerne erzählen möchte. Und zwar findet nächstes Wochenende, so wie jedes Jahr, außer das eine Mal, wie Corona so aktuell war, da musste es leider abgesagt werden. Aber seit letztem Jahr, seit 2021, läuft es wieder. Und auch dieses Jahr findet das große Garten-YouTuber-Treffen im Rigottiland bei Florian Rigotti statt. Und also ihr könnt es vielleicht mit dem Gesicht ansehen. Ich bin absolut, also mir fehlen eigentlich fast die Worte, aber ich bin trotzdem absolut aufgeregt und glücklich, dass ich dort dieses Jahr auch dabei sein darf. All die Gesichter, die Namen, die freundlichen Menschen, mit denen ich bis jetzt nur per E-Mail in Kontakt gestanden bin oder die ich auch nur über ihre eigenen YouTube-Kanäle kenne, werde ich dort das erste Mal persönlich kennenlernen und ich bin riesig aufgeregt. Ich werde filmen, ich werde berichten, damit ihr auch einen kleinen Einblick von diesem tollen Ereignis bekommen könnt. Wünscht mir Glück, dass ich nicht allzu nervös sein werde und dort einen Kasperl aus mir mache. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, was ich dort erlebt habe. Schön, dass ihr mich heute wieder begleitet habt. Danke fürs Zuschauen, fürs Reinschauen auf meinem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Da bin ich euch sehr dankbar. Schreibt mir doch, was ihr in eurem Garten momentan so erntet, was bei euch am besten geklappt hat oder worüber ihr euch am meisten freut. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit in euren Gärten, Erfolg bei euren Gartenprojekten und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!